Hallo und herzlich willkommen zu Truck Insider. Heute geht es um ein ziemlich spannendes Thema, den Tesla Truck Semi. Elektroauto-Visionär Elon Musk hat seine Idee von einer vollelektrisch betriebenen Sattelzugmaschine nun endlich als Prototyp vorgestellt und greift damit etablierte Player wie Daimler Trucks oder MAN an. Diese haben ihre E-Truck-Ideen deutlich früher vorgestellt. Daimler setzt dabei auf Motorwagen, MAN auf Sattelzugmaschinen und Motorwagen. Die Reichweite liegt hier wie da bei rund 200 Kilometer. Der Tesla Truck soll dagegen mit einem maximalen Lastzuggewicht von 40 Tonnen je nach Ausstattung zwischen 480 und 800 Kilometern weit kommen, von 0 auf 100 in 20 Sekunden sprinten und einen atemberaubenden CW-Wert von 0,36 haben, also dem Wind nur etwa den Widerstand entgegensetzen wie ein VW Beetle. Darüber hinaus sollen sogenannte Mega-Charger dafür sorgen, dass die Batterien innerhalb von nur 30 Minuten geladen sind. Das klingt erst einmal gut, doch wurde bei der Präsentation ein wichtiger Aspekt ausgeklammert: Größe und Gewicht der Batterie. Ein kurzes Rechenbeispiel. Wenn der Tesla LKW etwa 2,0 Kilowattstunden braucht, um 40 Tonnen einen Kilometer weit transportieren zu können, dann braucht er für 800 Kilometer 1600 Kilowattstunden, also ungefähr das, was ein normaler Haushalt in einem halben Jahr an Strom benötigt. Bei der gegenwärtig verfügbaren Technik wäre eine Batterie mit dieser Kapazität selbst im günstigsten Fall ungefähr 8 Tonnen schwer. Die Nutzlast dürfte also deutlich eingeschränkt sein. Hinzu kommt, dass das Wiederaufladen per Megacharger auch nicht unproblematisch wäre. Um die Batterien innerhalb von 30 Minuten zu 80% zu laden, würde Starkstrom benötigt. Die große Frage ist also, sind Transportunternehmen besser damit beraten, einen Tesla Truck anzuschaffen? Oder sollten sie in die realistischer konzipierten Lösung von Daimler Trucks, MAN, E-Force oder Framo investieren? Wir bleiben dran. Bis dann. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Timocom, der größten digitalen Transportplattform Europas.